Hallo und herzlich willkommen bei Mickey und Mallory's Filmuniversum. Heute mit einem ganz besonderen Special Guest, dem Ralf von Ralfs Unboxing. Und Robert war es, ne? Ja, selbstverständlich. Der ist ab und zu auch mal bei meinen Videos dabei. Hi. Der war auch bei der aktuellen Loot Raider dabei. Ach, ich habe auch gerade das T-Shirt davon an. Rocket und Groot von Guardians im Pulp Fiction Design. Ja, also geht auf Ralfs Unboxing, wenn ihr den letzten Loot Raider seht, dann wisst ihr, wann wir das heute gedreht haben. Im Prinzip. Genau, es ist am selben Tag. Also, aber da ist die Frage, das letzte Loot Raider jetzt ist ja nicht das, was du ja heute gedreht hast. Doch, ich meinte jetzt, also das, was ich heute an diesem Tag, wo wir dieses Video drin gedreht haben, lade ich, wenn ich zu Hause bin, auch noch hoch. Also das heißt, der Tag, wo es hochgeladen ist, ist der Tag, wo wir das Video gedreht haben. Dieses hier, ne? Hast du auch so ein lahmarschiges Internet wie wir? Schlimmer. Also nee, wir haben es heiß, also schon richtig schnell, heiß, aber heiß. Wir haben mit Volumen. Ach. Und wenn das Volumen aufgebaut ist, dann wird's. Und wenn dann auch so, noch drei Leute mit einem Internet nur arbeiten da. Der eine downloadet oben in seiner Wohnung was, der andere macht unten was hochladen. Die andere guckt dann noch, ob da was, irgendwas und so weiter und so weiter. Alles natürlich ganz legal. Ja, diese ganzen Pornos brauchen wir auf dem Scheiterplatz. Aber uploaden dauert eh immer länger, glaube ich. Ne? Ja, wir laden es ja immer eine ganze Nacht hoch. Und ich glaube, diesmal sogar einen ganzen Tag bei diesem Video hier. Und Robert zum Beispiel, der sein Kumpel, der guckt auch immer gerne. Was? Porno. Schmuddelfilmchen. Sein Kumpel, ne? Mein Kumpel, der berichtet mir dann immer nur. Ja. Hallo Kumpel von Robert und Ralf. Berichte uns doch auch mal über diese Filme. Hallo Kumpel, nur von Robert. Genau. Berichte uns auch mal über diese Filme. Ja, deswegen sind wir hier? Weiß nicht, du warst weil heute du einkaufen warst. Ja. Ja, da im Expert war bezahle zwei, er hatte drei. Oder andersrum. Genau. So rum war richtig. Und wir waren auch zufällig noch da und haben auch was eingekauft. Ja, wir haben uns getroffen. Das ist ein Zufall immer. Wir haben uns zufällig getroffen. Wir sind zufällig mit den Autos ineinander gefahren. Und wo sind wir jetzt gelandet? Bei Mickey und Mallory's Filmuniversum. Zu Hause. Genau. Wir haben Im Basis. Wir haben uns das hier im Studio. Genau, im Studio. Genau. Haben uns hier gemütlich gemacht. Was denn sein Studio? Hat er ja auch ein Studio. Ja, ist mein Studio. Wir wissen ja, wo Ralf seine Videos dreht. Ey, und das Studio ist riesig. Oh, was für ein riesiges. Ja. Dürfen wir es sagen? Das ist ein Studio. Ja. Das ist mein so extra ausgeleuchtet. Studio City. Studio City. Genau. Ja, hier, wir können uns zwei Studios leisten, ne? Also wir mussten auch immer mit Golfwagen hinfahren, ne? Von seinem Wohnzimmer ins Studio. Genau. Das war die Hölle. Ja, nee, schöner Tag heute, ne? Ja, war schön. War zwar noch, also, ein bisschen chaotisch bis jetzt. Aber cool. Bisschen auch. Das ist immer fürchterlich, wenn man nichts findet bei so einer Aktion. Na, ich hätte nicht das Problem. Das stimmt. Ich stand ja zwischendurch mit sechs und jeder alle so, ich finde nichts. Und ich dachte mir, wow, ich habe kein Problem. Naja, ich habe ja im Endeffekt doch was gefunden, da zeigen wir euch ja wahrscheinlich gleich. Wahrscheinlich. Also meine Sachen sind jetzt hier auch ein bisschen mit drin, aber die packe ich dann bei mir nochmal nachher aus. Irgendwann. Ja, will er nicht bei uns auspacken. Naja, doch. Aber auspacken tun wir heute eh nichts. Es ist eigentlich nur ein Update. Also auspacken geht schwer. Das ist einfach nur. Wir sind so weit entfernt. Übrigens ob wir hier, die ne? Filme kennen oder halt nicht. Wir haben heute auch ein Kamerakind. Hallo Kamerakind. Hi. Hallo. Du bist ein Kamerakind? Wie machst du das mit dir? Ich hab's halt gemacht. Ja, also wundert euch jetzt nicht, die wenn. Filme so genau. Wundert euch nicht, wenn die Filme jetzt reinschweben. Wir haben jetzt keine Special Effects oder sowas dafür benötigt. Nein, es ist nur die wir Kraft. Wir haben nur Telekinese. Es ist die Kraft von Roberts Gedanken. Ja, fang ruhig an, den ersten Film reinzuhalten. Und bitte jetzt kein Klingelton. Das jetzt von mir, von der bezahlten 2 erhalte 3 Aktion? Was ist denn das? Teil waren das jetzt? Mockingjay? Mockingjay, der letzte Teil. Und gleich weiter? Ah, Moment, da hat man doch jetzt den Aufkleber gesehen. Nein, den haben wir abgemacht. Und, ja, wisst ihr jetzt Bescheid, ne? Also das war, hat sich ja gelohnt mit der bezahlten 2 erhalte 3. Das war ja auch, die gehören ja zusammen. Habe ich jetzt bezahlt 2 erhalte? Ist doch richtig, oder nicht? Oh, ja. Stimmt. Also bezahlt, ach, lass mich in Ruhe. Da habe ich mir jetzt zwei, gekauft. Nimm drei mit. Genau. Und das war nicht nur auf bestimmte Filme, sondern auf das ganze, wie nennt man das so gerne, Tonträger? Ja, so leider. Auf alle Tonträger. Es war leider sehr kompliziert auch dargestellt, sag ich mal. Ja. Die Verkäufer wussten selber nicht unbedingt gleich so vor Ort, worum es geht. Also ich habe die Filme noch nicht gesehen. Du auch noch nicht, ne? Doch, ich hab nur Mockingjay noch nicht zu Hause. Ich habe Catching Fire und... Moment, hast du nicht Mockingjay letztes Mal gekauft? Nee, wollte ich. Ich weiß nicht mehr, wie der erste Teil heißt. Ja, Hunger Games. Hunger Games, genau. Die haben wir doch gerade nicht gesehen, ne? Also die haben wir ja nicht gesehen, ich hab nur ihr gesehen. Genau. Ich hab kein Fernglas mit. Hunger Games und
Das ist diese Catching Fire, es sind zwei sehr gute Filme. Wir sind ja jetzt noch bei Tribute von Panem, ne? Also, da was ja. erhält. Ja, ich bin durcheinander, Leute. Ich sehe andere Sachen. Ja, er ist verwirrt. Er ist das nicht gewohnt, dass wir einfach nur filmen und nicht schneiden, ne? Also. Ja, ich schneide oft. Er hat ein bisschen Angst, sich zu versprechen. Ich das Nein, sagen. Ich verspreche mich nicht. Nein, bist du niemals so spricht sich nie. Ist auch nicht das Problem, dass wir nämlich ja für dich. Das Coole ist ja auch. Ja? Entschuldigung. Das Coole ist ja auch, die wohnen ja jetzt auch in der Mediamarktstadt. Also, immer wenn wir jetzt joggen fahren. Komm, ruhig besuchen. Yay! Ich frage, ob wir aufmachen. Yay. Diese Begeisterung. Wenn wir nicht aufmachen, dann... Stimmt, wir sind einfach auf Arbeit. Er kennt doch mein Auto, ne? Aber ich gehe auch mal manchmal zu Fuß zur Arbeit. Die Story kennt ihr ja schon mit dem Auto, wo wir uns zufällig getroffen haben. Da wollte sie mich mit Pfeffer besprechen. Hast du das gehört? Ja. Sie geht manchmal zu Fuß zur Arbeit. Ach, deswegen sehen wir dein Auto nie. Wir wollen immer da hinkommen, wo sie arbeitet, wenn sie gerade da ist. Das ist egal. Du, gestern haben wir uns ja verpasst, ne? Wir haben es ein bisschen zu spät. Ja, weil wir waren gestern nämlich schon mal hier in der Mediamarktstadt, weil er unbedingt eine PlayStation 4 kaufen wollte. Er da. Ich. Hi. Hier, ich. Robert. Dabei haben wir alle ein bisschen rumgespult. Ich erspare mir das Schuhe davor. Jawohl. Nein, also wir sagen es mal so, wir kommen ja nicht aus der Mediamarktstadt und wir haben ein bisschen rumgealbert. Ein wenig. Das Ding ist, wenn man rumgespult wird, da denkt man immer gleich dran, da sitzen vier Kerle im Auto und knutschen rum oder... Nein, wir meinten, oder so, ne? Wir meinten, wir haben, wir sind, es war schönes Wetter und wir sind durch die Stadt gefahren und wir kennen ja hier nicht viele außer die beiden und die Mediamarktangestellten. Doch, wir haben ein paar gesehen, die wir auch kennen aus unserer Stadt. Und dann haben wir die Fenster runtergemacht und er hat zum Beispiel Folgendes gemacht. Soll ich das jetzt wirklich machen? Ja, mit dem Gruß. Wie gesagt, ich bin nicht schwul, Leute. Hi, meine süßen Bauarbeiter, ihr seid aber ein richtig schnuckliges Paar. Sowas zum Beispiel. Und nein, wie gesagt, ich bin immer noch nicht schwul. Ich stehe auf Frauen. Und manche haben auch wirklich blöd geguckt, muss ich zugeben. Ja. Besonders auch, weil wir das ja gemacht haben und dann mussten wir eine rote Ampel stehen bleiben und dann sind die alle vorbei. Oh Mann. Ja gut, das war bestimmt sehr erfolgreich. War aber lustig. Wie viele Telefonnummer habt ihr da gekriegt? Gar keine. Weil wir fragen ja auch mal, wir haben ja auch manchmal, wenn wir weiter wegfahren, fragen wir auch manchmal in der Stadt, gerade nach der Straße, in der wir uns befinden. Ja. Du bist auch so einer, wenn dich einer fragt, kennen sie die Uhrzeit, guckst auf deine Uhr, ja, und gehst rein. Schließen wir das mal ab, wir kennen den Film übrigens, so ganz nebenbei, alle drei also, Teile. Nee, drei nicht, den 3.1 haben wir noch nicht geguckt. Den muss der Ralf jetzt auspacken, damit wir ihn heute noch hier gucken können. Also von Mockingjay kommt der noch ein zweiter. Lässt du uns doch garantiert hier, oder? Nein. Nein. Ey, du hast dafür hier andere Sachen bekommen, ne? Nö. Du hast hier Cola. Darfst du mit Cola, das hier mit uns vor die Kamera. Ja, also echt. Das ist ein Markengetränk. Coca-Cola, Trademark hier bitte ein. Auf einen wunderschönen Incredible Hulk-Untersetzer. Ich hab dir nur den besten gegeben, also dafür kriegen wir wohl mit Mockingjay eine Nacht. Eine Nacht? Ihr wollt eine Nacht mit Mockingjay verbringen. Also Jennifer Lawrence kann auch dann eine Nacht nehmen. Kriegst du dann am 20. wieder, wenn wir uns Können wir nochmal eine Diskussionsrunde über die Filme machen? Kamera, Mädchen, kannst du mal nochmal den zweiten Teil reinhalten? Und den ersten. Erst den ersten. Nee, das ist der letzte. Nein, das ist der zweite. Und der da liegt, ist der erste. Nein, das ist der letzte. Das ist 3.1. Das den habe ich aber als erstes gezeigt. Ja, das haben wir ja nicht gesehen. So, wenn du jetzt den ersten mal so richtig... So, den halt mal erst rein. Da sieht man ja, dass Jennifer Lawrence ist, ne? Aber auf den zweiten, den Cover, da sieht man das nicht. So, jetzt halt die nochmal zu uns. Genau, halt mal zu uns. Entschuldigung, heute sind sie jetzt aus. Seht ihr das? Also sie sieht auf dem zweiten Cover viel erwachsener aus. Ja, sind ja, ja, aber aus dem dritten Cover sieht sie wieder kindlich aus. Was? Er hat alles nur extrem fotogeshoppt. Zeig dir nochmal das letzte. Da sieht sie dann kindlich wieder aus. Trotzdem, Jennifer Lawrence ist hübsch. Das hat ja keiner bezweifelt. Und wir haben natürlich alle nicht die Bilder angeklickt, die da irgendwie aus privaten Beständen bei mir ins Internet geladen. Bei mir kam dann so ein Polizeivirus. Gehörte sie zu den Opfern? Ja. Ach so, ja, hier. Na, mit dem Polizeivirus da auf den Lippen. Ja, davon hat mir ein Kumpel erzählt. Ja, ein Kumpel hatte mir davon erzählt. Der hat mir erzählt, der hat alle Bilder sich angeguckt, da wohl. Sein spezieller Kumpel. Ja. Wollen wir zum nächsten so, machen Kumpel? Wir einfach weiter. Machen wir weiter. Ja, machen wir weiter. Nicht Expert, sondern Mediamarkt. Das ist diese. Jetzt sind wir zum Mediamarkt geschwommen. Das ist ja nicht schlimm. Wir machen durcheinander. Du warst ja auch fertig mit Expert. Ja, genau. Ja, Dingsbums. Reach Me. Also den Film hat, glaube ich, noch keiner von uns gesehen. Nein, nicht mal du. Was? Du hast nicht mal, dass er existiert. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir den überhaupt jetzt bald angucken werde, aber ich habe so einen kleinen Spleen. Ich habe von Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Van Damme und Lundgren alle Filme und der. Nein, von Stallone nicht alle, weil der Bollywood-Film. Ja, den Bollywood-Film kaufe ich mir noch.
Sogar in einem Film, wo Robert Kumpel mir empfohlen hat. Wenn er sagt, er hat alle, dann hat er alle. Was? Auch den Porno. Was? Ja, den hat dein Kumpel mir empfohlen. Welchen? Ja, den, dein Porno-Kumpel. Welchen Porno? Welchen Film? Von Sylvester Stallone. Welchen Film? Der Bocky? Heißt in Wirklichkeit The Party of Kitty and Stewed. Und bei mir heißt der Bocky, ein Mann steckt einen weg. Und den gibt's, aber den gibt's auch als Italian Stallion. Ja, Italian Stallion. Der hängt straight durch. Irgendwie sowas. Porno, oder? Also ich glaube, ich habe schon. Ich glaube, Bocky, ein Mann steckt einen weg, der ist schon. Das ist aber ein geiler Titel. Der Film ist auch geil. Also die, man sieht schon Sylvester Stallone schon richtig komplett, so wie er das macht, so. Diese Handlung. Und ist er groß? Aber, ja, weiß ich nicht so genau. Das ist ja, man kann ja nicht sehen, ob er das ist oder nicht. Weil da sind dann so ab und zu mal Hardcore-Szenen. Und dann, die springen noch da, hast du auch gesehen. Dann ist da so ein Kreis, so ein Gebilde. Und dann springen die da so rum, nackt. Und machen so, Juppi, Heidi, die und so ein Scheiß. Völlig. Ich kann euch den mal ausleihen, wenn ihr wollt. Leih uns erstmal Mockingjay aus. Aber nicht Mockingjay. So, ich habe keine Lust mehr. Okay. Einer von uns, heute auch bei Expert gekauft. Haben wir hier doppelt, guck mal. Haben wir auch hier nochmal von ihm. Guck mal, hier, genau. Haben wir auch nochmal hier. Weil wir den ausgeliehen aus der Bibliothek. Ach so. Die haben den gerade vor kurzem ausgeliehen aus der Stadtbibliothek hier und fanden den überraschend sehr gut, ne? Also bis auf ein, zwei Punkte. Die, also wir werden dann auch bei Mickey und Melody stellen vorne, wie heißen wir denn? Kicken Filme. Werden wir darüber noch reden. Ein bisschen ausführlicher, die Handlung war. Aber die Komik war gut. Also ich fand ihn auch ganz gut. Ich hatte ihn mal mit einer Freundin zusammen geguckt. Also ich stehe nicht auf deutsche Filme und ich möchte ihn auch nicht sehen. Musst du ja auch nicht, der hat so geile Szenen. Und wo habt ihr den jetzt geholt? Doch, der Lohn, aber ist. Und da kriegt man die Originalhülle mit zu? Du, da war, glaube ich, sogar ein Wendecover. Aber die kleben hier so ein Sticker aufs Cover? Ja. Man das denn aber sei froh, die kleben nicht immer aufs Nicht-Wendecover. Das heißt, wenn du umdrehst, ist der Sticker weg. Ja, aber du kaufst den ja nicht. Du kaufst ja nicht, ist ja nur ausgeliehen. Nee, du kannst es so mitnehmen, wie es ist. Kannst ihn ja behalten. Und die haben da auch richtig Steelbooks und so Scheiß. Und Digipacks und so. Kann man denn da auch kaufen? Nein. Und ich will mal ganz lieb bitteln. Nein. Also bisher dann, aber was machen die mit den Filmen, die wegkleben? Weil die haben ja gar nicht so viel Platz. Allein ja, die Blu-ray-Erteilung ist ja nur so breit. Also ja, auch ziemlich lang für einen deutschen Film. 117 Minuten. Ah, aber kommt einem gar nicht so vor. Also ich, wie gesagt, wir haben eigentlich fast von vorne bis hinten uns gut amüsiert. Und dieser komische, überbewertete Schauspieler spielt auch mit dieser neue Deutsche da. Elias Mbarek. Er ist ja der Hauptdarsteller, ne? Der hat echt. Der hat so echt seine Momente. Das Dumme, was wir halt fanden, war echt diese. Oh, er ist ein Gangster und sucht da seine Beute unter der Schule. Ja, das steht, war so dämlich. Warum kann er nicht einfach nur Lehrer sein? Warum kann er nicht einfach nur Lehrer sein, der also, Arschloch ist? Als ich den Trailer gesehen habe, habe ich auch echt gedacht, das ist ein Lehrer. Ja, na, er ist ja Lehrer. Er tut so, als wenn er einer ist. Er ist natürlich nicht. Also, ist er jetzt hier nicht kicken. Na gut, vielleicht würde ich mir den Film ja mal angucken. Was heißt denn kicken? Achso, euer Format, wo ihr die Inhaltsangabe, ne? Wo er den Inhaltsangabe vorlesen. Also bei mir könnt ihr ja immer hier hinten da durchlesen. Also wir haben euch geguckt. Fuck you, Goethe. Schön. Ey, mir ist aber auch erst, als wir den ausgegeben haben, aufgefallen, dass das hier falsch drauf steht, ne? Wieso? Und die auch hier die Namen falsch. Die haben falsch. Ich doch gesagt, wie die Namen stehen falsch? Ja, die haben das alles falsch geschrieben. Der hat nicht wirklich fuck you, Goethe, sondern halt falsch geschrieben. Aber das ist eine Absicht. Ja, klar, aber der Name der Schauspieler ist ja falsch. Auch der Schauspieler hier, genau. Also auf jeden Fall. Er heißt hier Ilarisch Marbeck und Caroline Herfurz. Also ich würde mir den Film gleich mal angucken, aber ich würde mir sowas nie kaufen. Ne? Muss man nicht, aber ich fand den echt gut, deswegen habe ich. Aber der war ja eben aus dieser bezahlte 3er halte 2. Für 6, nicht mal 6 Euro, 5 Euro irgendwas. Naja, also im Endeffekt dann. Billig. Wir sehen den mal als den geschenkten Film. Ja, es war der teuerste von beiden, aber. Ja. So, weiter geht's, wa? Oh ja, hier, einer von dir. Ja. Aber ich wollte eigentlich gar nichts kaufen, das ist das Ding. Und dann hatte ich auch immer drei Filme in der Hand. Ja, Räume hatten wir alle drei. Das war du. Ich hatte gar nichts. Gar nichts, wie gesagt, ich habe kein Geld mehr. Er hat sich eine PlayStation 4 gekauft. Hatten wir vorhin schon. Also der ist also mega. Also ich möchte echt sagen, dass das der beste Nicolas Cage Film ist. Ich kann da nicht mitreden. Weil dieser Film, diese. Das ist einfach so, die Story ist so geil mit diesen Waffen und so. Beste. Doch, ich finde. Was geht's denn eigentlich? Weiß nicht mal, was. Wirst du ja dann sehen. Ach so. Also er ist Waffenhändler im großen Stil. Und da seht ihr auch auf einer Realität. Aber er fängt ganz klein an. Ja, aber ich würde dir empfehlen, wenn du den nicht gucken willst, aber du. Also ich würde den mitgucken. Wenn ja, ich würde den auch mitgucken, ich wollte ihn noch nicht kaufen. Der ist wirklich geil. Ja, den mitgucken, der kommt da extra vorbei. den habe ich mir letztes Mal auch auf Blu-ray gekauft. Ich hatte den dann auf DVD, aber ich habe nicht. Nein, pass auf, wir telefonieren, während wir den Film gucken, wir legen den beide gleich. Ja, genau, beide synchron. Genau. Ich finde nur doof. Der Einzige, was ich an der Auflage doof finde, ist, dass die kein Wendekaffer hat und dass die so dick ist. Musst du uns jetzt spoilern, jetzt wissen wir, dass da kein Wendekaffer ist. Das ist
20th Century Fox. Die das war ja schon vorher. Die haben doch nur für Exodus jetzt. Nein, ich habe immer Hoffnung. Auch bei Warner habe ich Hoffnung. Okay, ja, aber hier ist keine Sparung. Hat doch auch keine Wendekamera gehabt. Ja, ich merke mir immer nicht so genau, welche Firmen haben und welche nicht. Also, ich meine, mit diesem Prinzip, da die Kamera vorne wegsteht, dann erkenne ich gar nicht, was da steht. Würdest du mal den Titel vorlesen? Lese mal den Titel bitte vor. Das sagen wir gleich halt einfach vor. Die Verfluchten, ne? Die Verfluchten. Sind wir denn schon bei dem anderen Film durch? Hast du schon vorgehalten? Robert, sag doch mal deine Meinung zu Nicolas Cage. Ich bin nicht so ein Nicolas Cage-Fan. Also ich gucke nicht gerne Filme mit ihm. Ganz, 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 ganz selten. Robert hält von Nicolas Cage genauso wie ich von Leonardo DiCaprio. Also Nicolas Cage und Leonardo DiCaprio ist euer Tom Cruise. Also ich hasse Leonardo DiCaprio. Ich finde Leonardo DiCaprio echt einen hervorragenden Schauspieler. Und Tom Cruise. Aber du hast schon Django gesehen. Ja, aber da habe ich Leonardo DiCaprios Rolle auch beschissen gefunden. Da war hammergut. Also den einzigen Film, der wirklich... Hast du Wolf of Wall Street? Ja, wollte ich ja gerade sagen. Die erste Hälfte von Wolf of Wall Street, die haben wir ja geguckt, ne? Kamerafrau, die nichts sagt, die nickt immer. Also nur. Sie nickt gerade? Ganz intensiv. Und die erste Hälfte war cool und dann wurden wir müde, haben erstmal abgemacht. Die erste Hälfte war richtig geil mit diesen Lustigen und so. Und die zweite Hälfte war dann eher lahm. Ich fand, er hat gut gerollt. Ey, aber diese Szene, gerollt, wo er sich nicht bewegen kann. Achso, wo er seine Körperfunktion. Er hat eine gute Rolle gespielt, aber ich sehe das ja genauso zum Beispiel dieses Heath Ledger-Thema. Alle sagen, ja, hier geiler Schauspieler und so mit dieser Joker-Rolle. Aber man muss ja auch mal so sehen, er hat vielleicht da ein bisschen seine eigene Inspiration reingesteckt. Aber auch schon ein Johnny Depp und irgendeiner hätte das genauso gespielt. Ja. Er ist einfach nur so hoch, weil er gestorben ist. Also bringt das halt anders rüber. Ja, aber die Rolle wurde geschrieben von jemand anders. Sein Sohn hat, glaube ich, den Hype gut unterstützt. Zum Beispiel Rocky. Rocky 1 wurde von Stallone geschrieben und das ist seins. Er hat den so gespielt, wie er den geschrieben hat. Dann kann man sagen, das ist eine gute Leistung. Aber wenn man nur was spielt, was ein anderer geschrieben hat, das ist doch ein... Also das heißt, jeder Schauspieler müsste jetzt im Drehbuch seine Rolle selber schreiben? Nein, oder? Aber ich meine trotzdem, weil die sagen ja, Heath Ledger ist ein Meisterwerk und so. Das finde ich nicht. Nee, er war schon extrem gut. Ja, aber Johnny Depp hat es auch nicht. Er ist jetzt nicht so gut, wie alle sagen. Also ich habe auch meinen Kritikpunkt bei Dark Knight. Das ist jetzt nicht Heath Ledger, das sind andere Dinge. Ja. Aber der war schon gut, so wie er war. Und Johnny Depp, muss ich sagen, der hätte wahrscheinlich wieder eher so Jack Sparrow-like versucht. Und das wäre schon wieder scheiße geworden. Aber wäre Heath Ledger nicht gestorben, wäre das nicht so gehypt. Nicht ja, so doll. Also der Film auch auf jeden Fall. Ja, der Film schon, die Rolle... Aber die Rolle nicht so doll. Ja, also er hätte keinen Oscar dafür bekommen, mit Sicherheit nicht. Hat er noch Geld für den Oscar nicht bekommen? Nein. Schon tot. Aber demnächst hat er ja, haben wir ja einen neuen Joker, ne? Mit hier... Jared Leto. Genau. Ja, da habe ich schon ein Bild gesehen, da fand ich aber dieses Tätowierte, das passt irgendwie nicht so doll. Also ich bin auf Leto echt gespannt. Der sieht scheiße auch so. Weil Musik macht er gute, muss ich sagen. Sie hat gesprochen! Das spricht das Kamerakind. Jetzt macht euch doch nicht lustig. So. Du darfst jederzeit sprechen. Haben wir überhaupt Batman reingehalten? Nee, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Aber du hast auch von Batman angefangen. Du hast auch mit Johnny Depp angefangen. Achso, ich meinte, weil alle auch mal sagen, die KPO hat einen Oscar verdient. Na gut, für manche Filme ja, aber ich... Ey, für hier... Also für Titanic hat er einen verdammten Oscar verdient. Nein, für Django Unchained hätte er zumindest nominiert werden müssen. Also ich fand zum Beispiel Django Unchained, fand ich, mit diesem Rassismus-Thema, okay, kann man mit leben, ist ja auch viel im Fernsehen so. Aber dass sie den Film nicht verboten haben, das war ja alles so, also ich fand, das war sehr überspitzt dargestellt. Ja, und deswegen, weil das nachher schon zu voll dargestellt wird, deswegen. Ja, und zum Beispiel, die haben ja zum Beispiel auch die Figuren verboten. Die Figuren haben sie ja verboten von dem Film. Diese Spielfiguren, damit die Kinder in Amerika nicht nachspielen können, ja, die Versklavung. Ja, genau, daran kann ich mich erinnern. Den Film verbieten sie nicht, aber die Figuren. Dass diese Spielfiguren, dass das rassistisch ist. Krass. Die wollten ja auch früher... Ach, naja, ist egal. Ich glaube, wir sollten weitermachen. Ja, aber sonst kommen wir... Wir sollten uns irgendwann nochmal treffen und solche Themen einfach direkt besprechen. Was ist denn das jetzt für ein Film? Kannst du den mal nennen? Ja, die Verfluchten. Halt mal vor und dann reden wir gleich. Halt vor. Also hier, ne? Die Verfluchten. Der Untergang des Hauses Usher Asher. Okay, genau. Ich kann jetzt schon mal sagen, das ist einer, wir ihn nicht. Das ist einer aus dieser... aus dem Hippie-Laden. Aus dem Hippie-Laden, wie du immer so schön sagst. Aus den Späthippie. Also, falls du siehst, Späthippie, hallo. Ne? Und der war schon mal fertig. Das ist auch so eine Edgar Allan Poe-Reihe. Ich bin nicht so auf Horror. Ja, ist das nicht so mit diesem Rahmen? Edgar Allan Poe. Ja, der Rahmen kommt auch noch. Du kannst ihn gleich mal reinhalten. Der müsste da, guck mal, also da liegt da ja noch die anderen zwei, die kannst du gleich, genau, die kannst du gleich mit reinhalten. Einmal. Die, der Rabe. Zeig mal. Das war mal eine Box und der hat die einzeln verkauft. Genau. Oh, ich wollte sagen. Und den anderen auch gleich. Da weiß ich jetzt gerade, wie er heißt. Schwarze Geschichten, das ist so eine, so drei Episoden. Die sind ja hier auch ungeschnitten und so, ne? Ja. Ungeschnitten. Wie viel haben wir denn dafür bezahlt, wir reden die Überpreise? Also für den einen so knapp 2 Euro und für die anderen 4. Und dann aber die Box hat er nicht mehr gehabt. Nee. Aber das war mir auch egal in dem Moment.
Genau, wenn man das so zusammenhält, dann, also das Bein, der sieht doch, also die passen sich an. Es war auch eher Zufall, die standen noch nicht alle hintereinander. Ich habe so gesehen, auch wenn es genau. Aber der späte Bilan hat ja auch nicht so auf DVDs, Blu-rays und auf Filme eigentlich nicht so speziell, sieht das dann mehr Musik und Schallplatten gedünst. Und Bücher. Genau, da sehen wir jetzt auch gerade mal meine Kamera. Weil der späte Bilan, nicht so dunkel ist. Der hat mir mal erzählt, der nimmt nur DVDs und Blu-rays, wenn sie ihm die Zugeschallplatten zugehen. Weil ich wollte ihm mal welche verkaufen, hat er gesagt, nein, will ich nicht. Ja, na, ja. Ich habe auch mal gefragt, ob wir was verkaufen können, aber wollte auch nicht, nee. Oh, das ist für mich, von euch. Ja, das haben wir ihnen hier gemacht für einen Grillabend. Die müssen noch drauf zahlen. Die müssen noch drauf zahlen. Ja, ja. Hat ihn nicht mal gereicht. Also ich wollte mehr. Das reicht nur für zwei Boxen. Ich weiß, kommst du da jetzt ran, dann zahle ich die Bock davon? Genau. Das Ding wollten wir loswerden, jetzt ist es weg. Da hinten. Ich wollte mir erst auch das Zavis-Debo kaufen, weil es gefällt mir, falls ihr das seht. Hier, so. Sieht man das so ein ganz kleines bisschen? So ein bisschen, ne? Ihr wisst ja, wie das aussieht. Das haben wir schon genug vorgestellt hier. Weiß an dem Kinoblock. Oder Stefan genau. Vorhieß. Der Film ist auf jeden Fall richtig gut aus. Meine Kinder kenne ich den noch, aber jetzt habe ich den von den beiden genommen. Also muss ich den jetzt unbedingt nicht mehr im Steelbook haben. Das ist nur so ein Film, das den sagt ich, er jetzt. Und den in ich drei Wochen hat er mir heute auch erzählt, dass er sich, Entschuldigung, auch bei Tavi jetzt angemeldet hat. Ja, habe ich mir gibt ja Playboy bei Tavi. Genau. Playboys? Playboys. Robert, gesagt. Kennst du Big nicht? Weiß ich jetzt nicht. Ich also denke mal, ich habe den wahrscheinlich schon mal gesehen. Der ist ein Kind und wünscht sich, er wird erwachsen und dann wird er erwachsen. So, und kennt dann nur mit gibt's da auch Sex-Szenen im Film? Nee, das ist andersrum das gewesen. Das ist auch neuer. Nee, das ist ein älter, aus den 80er Jahren ungefähr, glaube ich. 30 über Nacht ist die Frauenvariante. Nein, gibt es denn da auch sexuelle Szenen in dem Film, wo er, wenn er erwachsen ist, mit einer anderen? Ja, er bumst mit einer Frau. Also theoretisch würde er denn entjungfert und wenn er wieder ein Kind ist, ist er dann irgendwie doch nicht entjungfert. Oder haben die nur im Doppelstockbett gepennt? Nein, er hat sich doch nicht getraut. Ich glaube, er hat nicht. Er weiß doch gar nicht, wie er geht. Er hat sich nicht entjungfert lassen als 12-Jähriger, sagen wir mal so. Nee. Außerdem hätten sie ja dann das Problem mit Kinderpornografie und so. Nee, er war ja in dem Moment kein Kind. Ja, aber er ist ja doch eigentlich ist er ja 12. Na ja, gut. Er ist also 12 ist er ja, aber wenn wir jetzt auf diese Kinderpornografie-Schiene gehen. Bei Leon der Profi ist ja auch dieses Thema sehr groß. Ja, also bei Leon der Profi ist ja wohl zu sehen, dass sie wirklich noch nicht erwachsen ist. Da vielleicht sogar noch fast direkter als da, ne? Aber also, da wird es ja auch nur angedeutet, dass sie... Aber sehr doll. Ja, aber das ich find's eher bei Weg finde ich eher krass. Sie gehen ja da ein bisschen auf die Schiene Kinderentführung. Ne, weil er ist ja dann weg. Ja, genau. Verschwindet. Er erzählt seine Mutter ja, dass er entführt wurde. Genau, und das fand ich dann eher so ein bisschen krass im Nachhinein. Kennst du den Film auch nicht, Kamerafrau? Nein. Nicht den Big... Nein, kann ich auch nicht. Aber könnt ihr euch jetzt angucken. Genau. Gleich, wenn ihr heute Abend nach Hause kommt. Nee, wir haben noch 1 Million Filme zu gucken. Ja, den als erstes. Zum Beispiel das ist ja wohl jetzt der wichtigste. Die sagen es mal so, die Star Trek Classic Boxen, die ich euch letztes Mal gezeigt habe, die habe ich jetzt schon fast 6 oder 7 Jahre und habe davon erst 3 Folgen geguckt. Das ist eigentlich eine Schande, weißt du das? Weil ich habe das immer nur im Fernsehen gesehen und wollte so lange, naja, gut. Star Trek. Warte, Moment, hier. Wir wollen noch Werbung machen jetzt. Nippel. Wo ist deine Füße gerade? Aber bei Nippel muss ich immer Hier mal, stell dich mal hier so in die Mitte. Porno-Mangas denken, aber das ist der Hentai. Wo ist? Nee, was, die Nippel? Nippel, worüber reden wir denn mal jetzt? Japanische, ich bin groß, ich komme da. Pornografie. Jetzt kommen wir zum nächsten. Dass du groß bist, weil ich zu sehen. Nächster Film, bitte. Hier, einer von Mickys Sammlung. Erbarmungslos. Oder Unforgiven. Ach, erbarmungslos ist das! Ja, im Amazon.de. Ach, haben die denn jetzt hier den englischen Titel wieder gemacht? Ja, das ist so hier bei den ganzen. Das Amazon machen die neuerdings wirklich, ne? Ja. Ich mag ja Clint Eastwood, aber Western mag ich nicht. Also, ihr kennt den Film noch nicht mehr, das ist das Schlimme. Aber erbarmungslos. Aber das Geile ist, der ist vorne geprägt. Erbarmungslos hat auch als erstes Dialog hinten geprägten Rahmen. Erbarmungslos habe ich schon mal gehört. Ja, da ist hinten geprägter Rahmen drauf. Cool. Aber cool würde ich ja mal finden, wenn die mal so ein Steelbook da so was ausschneiden würden. Zum Beispiel der Tribal von Everly, da hätten die auch so der Tribal so ausschneiden können. Und dann hat dann dahinter noch das so... Dass du da die Discs siehst. Ja, genau. So. Und auf die Discs dann noch so ein alternatives Design. Weil bei Everly ist ja auch was Neues, da ist ja auf der Disc der digitale Kopie kommt. Ja, Wahnsinn. Ja, und wir haben es reingehalten, bis uns aufgefallen ist, dass da jetzt der Disc... Ja, wir sagen es mal so, ich glaube, das war Ultraviolett. Ich glaube, diese Ultraviolett-Codes ist in Deutschland gar nicht verfügbar. Persönlich. Ich hätte auch fast diesmal bei Everly das Infoblatt weggeschmissen, obwohl da hinten drauf steht, der digitale Copycode ist da zu finden auf der Disc. Aber sowas hebe ich ja auf, weil ich... Aber die Werbung schmeißt ja, wir auch. Na, ihr macht ja die Werbung nicht auf, ne? Die Werbung hebt ihr nicht auf, ne? Doch. Ach, die Werbung auf? Wir heben im Prinzip alles auf. Aber ihr wisst ja nicht mehr, welche Werbung in welchem Steelbook war. Nehmen sie ja auch nicht aus dem Steelbook aus. Ach so. Ich schon. Naja, du, aber ich nicht. Liegt alles schön hinten in der Kiste.
Ja, dann einzeln oder alle zusammen? Alle zusammen kommen. Alle zusammen. Also alle zusammen einzeln? Habe ich bei Levi aus der Nachbarstadt mal abgeholt. Genau. Bin ich mal vorbeigefahren. Hab auch mal ein billig bekommen für, was war das? 3 Euro? Das Stück? Wie viel waren denn Nummer 8? 7 oder 8? Ne? Was ist denn das? Sind das die OG-Dinger? Also sind, ich hab. 7 oder 8 James Bond-Filme. Also ich kann jetzt die einzelnen Titel hier nicht aufzählen. Ich hab mir so eine Gesamtbox auf Blu-ray gekauft. Weg nicht. Und hab erst 3 Filme rausgeguckt. Das ich glaube, ich kenne nur. Ich habe wirklich jeden einzelnen James Bond-Film schon geguckt. Also der Tag na, geguckt habe ich die auf ZDF und so, ja, aber. Aber das läuft ja nicht immer jeder. Zum Beispiel nee. Hier im Geheimdienst Ihrer Majestät ist jahrelang nicht im Fernsehen gelaufen. Zum Beispiel die Daniel Craig-Filme habe ich noch überhaupt gar nicht gesehen. Die sind aber auch ganz gut. Die Filme mit Pierce Brosnan fand ich. Der okay. Ist nicht so schlecht, nicht die so sind alle machen. Aber Sean Connery ist der Beste, finde ich. Ja, und Roger Moore hätte mal ein paar Jahre früher. Ist Roger Moore eigentlich homosexuell jetzt oder nicht? Ich doch nicht. Ich lese nein. Nein, ich meine ehrlich, ich lese also das. Also wenn der irgendwann mal durch Kreiswehr fährt und macht, hey, dann ist es. Ich meinte, er hat aber mal so einen Film gemacht. Oh, ich hab den Namen gesagt. Ja. Das ist gar nicht aufgefallen, ne? Welchen Namen? Von der Mediawerkstatt. Aber das ist doch. Weißt du eh. Ich mein Berlin, meint er. Nein, Köln! Ja, in Köln könnt ihr auch mal rumschwulen fahren. Da geht auch. Ach, scheiße, stimmt ja, da war ja was mit der Stadt. Die da ja kriegt er ein paar Telefonnummern, die da ja alle so angehaucht sein sollen. Wenn er über die Reeperbahn mal fährt, dann bist du bescheuert. Also hast du gar nicht gemerkt, ich wollte schon mal sagen. Also, ich hab mir immer gesagt, wenn ich mal nach Köln fahre, dann immer mit dem Arsch an der Wand. Die ganze Zeit. ich möchte keine Köln. Was waren bevor wir jetzt. Achso, nein. Er hat mal einen Film gedreht, wo er schwul war, aber ich habe mal gelesen, irgendwo, dass er schwul ist. Homosexuell. Ja, man. Er erklärt diese doch eindeutig gestellten Küsse bei James Bond. Man weiß es nicht. Also, ihr könnt ja bei Mickey und Mallory. Ihr könnt ja bei Mickey und Mallory in die Kamera. Ach! In die Kommentare schreiben, ob ihr das wisst mit. Ob der schwul ist. Aber wir wollen jetzt aber falls hier jemand jetzt eine Klage anstrengt, er hat's gesagt. Nein, ich möchte niemandem was unterstellen, falls Roger Moore dieses Video sieht. Ich glaube, der sitzt den ganzen Tag da und googelt sich selber. ob der irgendwo erwähnt wurde. Und auf irgendeiner Fanseite von ihm taucht dann dieses ja, Video auf. Die könnt ihr ja einen Text schreiben. Und ihr könnt ja das Video nennen. Update, weiß ich wie, ist Roger Moore schwul. Oh, das würde Klicks generieren. So was generiert ja Klicks, wenn man ja. Sowas reißt. Ey, dann müssen wir aber auch noch als Fuckney so ein Roger Moore-Bild ohne so auf einen der späteren Jungs. Roger Moore, schwul, ja oder nicht? Fragezeichen. Und daneben haben wir noch George Clooney ebenfalls und dann. Aber bei George, ich hab neulich gehört, dass das ein offenes Geheimnis ist, dass George Clooney schwul ist und am Set schmust er wohl mit seinem Freund rum und das weiß jeder. Habe ich nur gehört. Ich weiß es nicht. Wir haben voll dieses Thema jetzt. Kann mir gar nicht vorstellen. Und das liegt alles nur am gestrigen Gay-Mobil-Ausflug. Ich glaube, Clooney war sogar mal mit einer Pornodarstellerin zusammen. Wurde mir mal erzählt. Von deinem Freund. Ich glaube auch nicht, dass er schwul ist, aber es soll wohl ein offenes Geheimnis sein. Ist hat der vielleicht jetzt auch ein Mann, der geheiratet? Aber er ist ja verheiratet. Nein, der ist vielleicht so ein Transvestit, meinst du? Nein, so ein Reißverschluss. Conchita Wurst oder was? Ja, aber ganz ehrlich, selbst wenn er schwul ist, trotzdem ist er ein schicker Mann für mich als Frau. Und ein sehr guter Schauspieler. Bringt denn da privat, die Frage ist, glaube ich, auch mal im Tech gewesen. In irgendeinem Tech. Haben wir nicht beantwortet, glaube ich sogar. Macht euch das Privatleben von Schauspielern irgendwie den Grund geben, dass ihr den Film jetzt nicht mehr kaufen müsst? Er will ja keinen Tom Cruise Film mehr kaufen. Weil ich heute aber getan habe. Ja, aber es ist halt toll. Aber ganz ehrlich, das ist mir doch scheißegal, was der dabei Scientology macht. Na, wenn der jetzt nicht unbedingt eine Horde von Kindern abschlachtet, einfach aus Langeweile, dann ist mir das egal. Ja, nee, das ist mir nicht egal. Warte, hier, DVD-Man, das meint auch der Regisseur von Jeepers Creepers, hat doch Kinder, bei seinem ersten Film ein Kind da sexuell missbraucht. Also das wäre dann so ein Ding, wo ich sage, okay. Sexueller Missbrauch, ja.
Aber ich muss gestehen, ich war ja nie, oder bin auch immer noch ein riesengroßer Mel Gibson-Fan, aber als ich das gehört habe, was er so am Telefon von sich gelassen hat oder so, dann, hat oder das schon, dann war das schon macht, so ein bisschen ne? so, also ich sag mal, ich gucke mir dann so Filme wie Was Frauen wollen doch mit einem anderen Bild an. Ja, aber es gibt ja auch viele Schauspieler, die sind im Privatleben hammer ekelhaft und so. Ja, ja, aber das will ich gar nicht wissen. Also für mich sind das alles ganz tolle Menschen, habt die ihr euch genauso gar nicht sind. Das Ted-Stilbuch bestellt? Doch. Noch nicht. Also, habt ihr oder habt ihr das Zabi-Stil? Wir haben das Zabi-Stil. Aber es gibt ja ein deutsches. Zeig mal das. Jetzt gibt es ja ein deutsches mit einem anderen Cover. Ja, das sieht hübsch aus. Aber ich habe dieses. Es hat auch mit deutschen Ton? Nö. Weil da auch nochmal Ted steht. Ja, das ist die deutsche Blu-ray, aber hier ist der Extended Cut drauf. Und den gibt es in Deutschland nicht. Ach so. Und wir haben den Film Ted dreimal in unserer Sammlung. Genau, so. Da hinten steht auch noch die Berliner Version rum. Die Kamerafrau ist aber nicht verwendet. Wir behalten auch. Also ist nicht schlimm, ich selber gar nicht. Ach so, mit dieser bayerischen Version gibt es auch noch und so, ne? Ja. Ich glaube, da unten ach, irgendwo in dieser dritten Bayerisch von unten. Und ja, genau, aber da in Grün. Siehst du, also aber eigentlich scheißegal. Ja. Auf jeden Fall die dritte von unten. Berlinerisch also es gab mal, glaube ich, mehrere DVD-Versionen: bayerisch, berlinerisch. Ne, das war's auch. Kölsch. Nee, das gab's nicht. Es gab nur bayerisch und berlinerisch. Kannst genau. du dich nicht mal an der Kaverne, wo dieses rosa Tütü anhatte? Dieses kölnerische? Nein, das war jetzt ein Witz. Das wir machst du doch bei deinem letzten Video auf einem Thumbnail. Ich glaube, wir machen jetzt weiter. Ja, das ist wieder ein Film von mir. Den habe ich mal den besten Schauspieler der Welt. Ist das ein... Wie sagt ja. immer so schön, kein Film ohne Wrestling. Hallo, ich bist gar nicht bei Frau oder ihr sagt schon ja. Ich wollte sagen, ist das nicht auch ein Homosexueller? Und nein, du sagst ja. Er hat eine Frau. Ja. Dann ist das ein Wrestler. Das ist ja. nicht der homosexuelle Wrestler, das ist der andere. Das war gut auch schon, der homosexuelle Wrestler. Aber es gibt ja einen bekennenden homosexuellen Wrestler. Warum reden wir die ganze Zeit über Homosexualität? Ja, weil wir uns. Weil er damit angefangen ist Roger Moore schwul. Und jetzt sind wir irgendwie auf der Schiene hängen geblieben. Ja, ein bisschen. Ja, ich das schon. Und nein, aber wir haben nichts gegen Homosexualität. 12 Runden 2, wir haben auch 12 Runden 1 mit John Cena. Auf DVD. Und deswegen also. Musste man zwangsweise auch 2 mitnehmen. Komplettierungszwang! Komplettierung! Aber das Problem ist, ich habe das jetzt 1 auf DVD und 2 auf Blu-ray. Jetzt muss ich mir also 1 nochmal auf Blu-ray kaufen. Was mit 3? Ich habe zum Beispiel einen geilen Komplettierungszwang-Film, den wir auch. Hast du den auch? Ja, den hast du glaube ich auch. Ist Was? Der hat jetzt 12 Runden 3 getan. Die hören mir nicht zu! Das war doch Marine 3 Stunden. Die hören mir nicht zu! Wir haben doch durch unseren Komplettierungsfang, also ich und Sie, Mallory, wir haben einen geilen Film. California Nightmare ist echt nur zu empfehlen. Action, Kult, Ankunft. Oh, Kamera, die Kamera vor langweilt sie, sie spielt mit dem Handy. Nein, mit dem Smartphone. Nein, wir haben ja beide das Problem. Ich meine, Miki gehört ja auch irgendwie dazu. Also wir drei können uns unter diesem Problem Komplettierungswahn. Auch wenn man dadurch manche Filme doppelt hat. Ja. Zum Beispiel, aber ich wollte das eigentlich nicht mehr, aber jetzt habe ich doch manche Filme dreimal. Habe ich die jetzt wieder unter. Dreimal? Nee, gar nicht. Also zweimal habe ich schon einige Filme gehabt. Nee, dreimal habe ich auch. Zum Beispiel, da habe ich den dreimal. Also Over the Top habe ich zweimal. Hast du auch Over the Top zweimal? Die Blu-ray mit dem Wendekater, die rot, mit der roten Hülle und die Action Code Uncut. Over the Top habe ich zweimal, aber auf DVD. Also ich glaube. Zweimal DVD. Weil also diese Action Code Uncut Reihe bringt auch manche Filme auf Blu-ray raus und zwar alle diese Filme, die rote Hüllen haben und dann dieses Wendekater. Ja. Mit zum Beispiel Roadhouse jetzt. Den wollte ich heute suchen im Mediamarkt. Roadhouse? Mist. Und jetzt hat der schon zu. Echt jetzt? Ja. Guck doch mal. Der Mediamarkt hat schon zu. Selbst wenn. Du hast noch 20 Minuten Zeit. So, jetzt wisst ihr, welcher Tag? Welche Zeit? Welcher Ort? Ja, die Adresse noch nicht. Aber vielleicht haben wir doch noch einige. Vielleicht haben wir doch noch einige Geheimnisse in diesem Raum, die ihr noch nicht wisst. Ach, Lass. Namen. Ach, unsere richtigen Namen. Ich glaube, das wissen auch schon einige. Na, dass du, wenn die heißt, wissen soll, ja. Ja, genau. Und du heißt Waldemeyer. Florian, hallo. Du Voldemort. Das ist dein zweiter Name. Nee, er heißt Harry und sie heißt Hermine. Genau. Da kennt Harry und Hermines Film und ich wäre so. Das ist auch geil. Aber wenn dann Ron und Hermine, oder? Also, wenn wir mal schon dabei bleiben, dann die richtigen bitte. Ron, das passt, aber Harry und Hermine passt besser. Da kann man HHF. Bin ich jetzt gerade gespoilert? Ja, Ron und Hermine kriegen das Ende Kind. Von Harry Potter nicht. Nein. Ich habe glaube ich die letzten drei oder vier Toll, Alter. Geguckt. Was? Tschüss.
sogar. Die kriegen sogar zwei Kinder. Ach, schön. Da kann ich jetzt nicht dafür. Das wurde nicht ich von mir. Dachte, wollen wir, Game of Thrones, wollen wir jetzt über die fünfte Staffel von Game of Thrones reden? Harry und Hermine? Nee. Was? Was? Hast du das? Aber Harry kriegt auch einen interessanten Partner an seiner Seite. Du musst gleich auf die stille Treppe, wenn du so weiter bist. Nein. Auf der stillen Treppe läuft Game of Thrones. Ich sag jetzt nichts. Na, Schweigefuchs? Farewell. Gruß an Slay McGrove. Schweigefuchs. Oder der neue Gruß hier. Ach ja, das war auch mal fucking blöd. Ne? Schweigefuchs. Der neue Gruß. Schweine. Lebe lang und im Frieden und farewell. Das kann ich gar nicht. Ja, da ich bin ja Star Trek Fan und ich habe früher dann auch nicht gekonnt, habe immer so gemacht. Da habe ich die ganze Nacht bei beiden Händen so gesessen. Dass ich dachte, der konnte. Und jetzt habe ich rausgefunden, hier und der. Ich glaube, wir kommen. Oh, Schweigefuchs. Egal. Schweigefuchs. Nächster Film. Warum überhaupt? Einer von dir wieder. Nee, wegen Schweigefuchs jetzt mit Mal. Na hier, Farewell. Cool. Auch ausgegeben. Hier, Kamerakind hält das nächste. Achso, ja. Deins hier. Predator. Auch kein Film. Der inoffiziell dritte, ne? Es ist der dritte. Also es ist wirklich der dritte. Spielt er wirklich in dieser Chronologie von 1 und 2 oder nein, ist er also aus demselben Universum? Also die Chronologie hat mich ein bisschen durcheinander gebracht, weil ja in, hast du den Film schon gesehen? Ja. Weil in dem Predators-Film kommt ja der Klassik-Predator vor, der ja eigentlich im ersten Film gestorben ist. Den hatten sie, falls ihr noch nicht wisst, schaltet kurz aus. Den hatten sie und ja nachher im Kopf. Nein, weil sie es nicht wissen, macht Tonstimme oder ja, so. Ja, sonst scheint also, die ja nicht wieder ein. Also die bringen den Classic Predator, dann hacken sie einen Kopf ab. Nein, das ist keine wichtige Szene, das ist glaube ich nur als Gimmick gedacht. Ja, aber die sehen doch alle hast gleich du nicht geguckt? Nee, nee, pass auf, es gibt. Da habe ich auch vorher nicht gewusst, weil ich habe so. Die Kamerafrau hat eine Hot Toys Figur und der Predator heißt Classic Predator. Und das ist genau derselbe Predator wie bei Predator 1. Aber der ist ja eigentlich in Predator 1 explodiert durch diese Selbstzerstörungsmodi. Aber man hat ja nicht richtig gesehen, wie er gestorben ist. Und aber in diesem Teil da kommt kann man er wieder. Ja von ausgehen. Man weiß es nicht. Weil in diesem Teil das ist doch, wenn die da kommt er wieder. Machen, dann ist doch das so, hier, ja. Wir haben verloren und wir dürfen nicht gewinnen. Deswegen heißt der Film ja auch nicht Predator 3, da sondern Predator. Der ist weg so schnell. Der hat was damit zu der tun. Der ist ja auch seinem Arm, das Ding. Also das ist ja nicht, er legt irgendwo hin und macht. Das kann aber vielleicht abnehmen. Ja, aber wo soll er denn so schnell hinlaufen? Du, ich meine, ganz ehrlich, also außer so schnell ihn, ist außerdem nimmt ihn doch keiner mehr. Ja, verloren war, gegen fucking Arnold Schwarzenegger. Ne? Ja, er konnte doch, glaube ich, gar aber nicht wenn hinlaufen. Ihr den Film jetzt, habt ihr den Film auch gesehen? Nee, noch nicht. Den dritten? Das war doch eher eine Stadt, ne? Nee, da, nein, das ist ja, du bist beim zweiten. So. Nee, weil er hat ja auch die kaputte Maske, die halb kaputt ist. Das ist nämlich gespoilert. Aber wenn, jetzt, aber wenn durch diese Explosion beim Predator wirklich nur die Maske halb weggeht, dann denke ich mir auch, ja. Weißt du, wer das jetzt ein J.J. Abrams-Film, dann wäre einfach Alternativuniversum. Also ich denke mal, es könnte die inoffizielle Fortsetzung sein, aber irgendwie auch nicht. Weil wegen der Technik auch, weil die Technik auch moderner ist, ne? Nee, kann man ja auch nicht sagen. Ist, das glaub wie bei, ich, haben die sich nicht groß gedacht. Das ist wie bei Star Trek mit Enterprise, da war die Technik auch besser als bei den anderen Serien, weil die eben später gedreht wurde und die spielte davor. Und dann darfst du ja Alien vs. Predator auch nicht vergessen, die gibt ja auch noch. Ja, na gut. Okay, Predator, großes Thema. Da können wir mal ein extra drücken. Wir machen das mal so wie hier, die, wie heißen sie da, hier, Almost Daily-Typen? Treffen wir uns. Rocket Beans. Rocket Beans setzen uns an einen Tisch und reden über so einen Scheiß. Ich mag die Rocket Beans ich nicht. Find sie falls ihr auch dieses Video ja seht, auch nicht ich mag Beans euch sein nicht. Wir nennen es denn HHF. Rocket Beans. Harry und Hermines Film. Nein, ich meine, man kann sowas machen. Wir haben zu viel diskutiert sich ja besser. Morgen Zeitkanal mit deiner Freundin HHF. Also mit mir. Genau. Achso, du bist ja meine Freundin. Komm aber noch mal aufs Thema zu kommen. Ab und zu kommt ja auch der kleine Dicke da von der Dönerbude noch vorbei. Oh, ich hoffe, er guckt jetzt nicht zu. Ich weiß nicht, wie er heißt. Entschuldigung. Oder meintest du den älteren Mann? Nein, den kleinen Dicken. Der dich angemacht hat? Den Sohn. Ah. Der ältere Mann hat dich ja angemacht. War so klein. Ich sag mal M-Punkt, ne? Was? M-Punkt? Triple ja, der ältere Mann hat mich angemacht. Meinst du jetzt Triple M? Ach so, wir sind bei einem ganz anderen Thema. Ich bin noch voll jetzt kommt der nächste Film, den hab ich hier von denen auch wieder abgeluchst. Genau. Eigentlich meiner, jetzt Ralf seiner. Das ist die geschnittene Version von Saw 3. Ja, er wollte unbedingt geschnitten haben, weil naja, halt nochmal rein. Langweilig. Also nur, um euch das jetzt nochmal richtig zu erklären, es ist die ungeschnittene Kinofassung. Dann gibt's noch... Und wenn du jetzt die Kamerafrau rechts...
Also da ins Regal greift, dann kannst du auch die ungeschnittene rausziehen. Ja, das sollte sie. Nee, es ist die ungeschnittene Version, die Ursprungsversion, dann gibt es noch einen ungeschnittenen Director's Cut und nee, dann gibt es noch eine unrated Fassung, die ist in dem anderen Mediabook, was ich habe, und dann gibt es noch mit englischer Synchro nur einen Director's Cut. Also es sind alles drei ungeschnittene Versionen. Und weil die ein anderes Cover hat, wollte ich die haben, weil ich habe nämlich so ein Mediabook-Regal und da passen immer vier in eine Reihe und das sieht doof aus, wenn oben drei stehen oder. So, weil ich es nicht brauchte, haben wir ja irgendwie getauscht. Ich weiß nicht, Nein, den anderen möchte ich nicht, der hat dasselbe Cover. Kommt noch, also ich habe da auch noch Filme liegen, für die ich das bekommen habe. Ja, was wollen wir zu Saw sagen? Ist halt eine Reihe, ne? Muss man sehen. Also mir gefallen. Wenn man sie alle gesehen hat und mal ausblendet, dass das die Idee Schwachsinn ist, aber so von der Idee, wie sie es umgesetzt haben mit dieser ganzen Geschichte und wie das dann endet, fand ich es richtig genial. Also ich dass das Ende, also es ist ja auch ein sehr begrenzter Zeitraum. Man denkt ja mal, es geht über Jahre, das sind ja nur ein paar Wochen oder Monate, die diese ganze Geschichte spielt. Und wenn man dann wirklich das letzte Ende sieht im letzten Teil, ich fand es ziemlich gut. Ich weiß nicht mal mehr, wie das Ende war. Ich werde es jetzt nicht spoilern. Ich hab das gesehen. Machen wir dann off Kamera. Aber Ron und Hermine muss dich mit abfinden. Sternchen. An dieser Stelle ein Gruß an Christian. Der könnte das Video sehen. Der macht da Werbung dafür, oder was, für dieses Video? Wer? Na ihr. Wer, wie, wo, wie? Wer sind wir? Na du. Wie können wir denn Werbung machen? Ihr habt doch mehr. Na, du kannst durch deine Heimatstadt fahren, oben ein Schild aufstellen und sagen, hier, guck. Mach es so, wie bei mir auf Arbeit. Keine Sau wusste, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Er geht einmal rein und alle wissen es. Wir wollten eigentlich nochmal fragen. Genau. Weißt du, wie du es machst, wie du Werbung machst? Du fährst einfach wieder der Post hinterher, wie du schon erwähnt hast. Sagst denen, hier, da gibt es einen ganz tollen YouTube-Kanal und der soll es jedem sagen, den er ein Paket gibt. Oder wir machen es ganz anders. Ich fahre morgen in die Stadt, die er vorhin erwähnt hat. Also wir sind ja jetzt gerade, oder nachher, fahre bei deiner Arbeitsstelle vorbei, mach auf dem Handy schon ein Video von euch an und dann sagst du, hier habt ihr die schon mal gesehen? Das sind ganz bekannt. Komm mal alle her! Er war zweimal da und danach haben mich zwei Kollegen angesprochen und meinten, nö, da war jemand und hat wegen YouTube und so. Und ich dachte so, ei, ei, das... Oh, ist das einfach weh! Du hattest mir erzählt, dass du versehentlich meinen YouTube-Namen genannt hattest. Also ja. Hattest du mir nicht erzählt, dass du auch YouTube erwähnt hattest. Ja, in dem Moment wusste ich auch noch nicht, dass sie da Hermine heißt. Ich wusste, ich dachte, sie heißt Mallory oder irgendwie so ähnlich. Ja. Oder Hillary. Gut, jetzt wissen es halt die Leute auf Arbeit, aber ich habe mich geweigert, noch den Namen zu nennen. Also. Und jetzt wisst ihr auch, dass sie Hermine heißt. Jetzt Hermine. Ja. Aber nicht weiter sagen, ne? Hermine Filmuniversum heißt sie. Mit Namen am Filmuniversum. Ja. Wir haben ja besprochen, dass wir jetzt uns trennen, weil kam ja nicht so gut an, die gemeinsamen Videos. HHF. Schönen Grüße an Judith. So, hi Judith! Ich hab dir auch schon geschrieben. Hi. Ich war das. Und wir haben nicht daneben gesessen und ihn dazu gezwungen, ne? Doch, haben sie. Die haben eine Pistole am Kopf gehabt. Ich mag die. Nein, das war dein Walking Dead Schwert. Sie ist immer so feindselig gegenüber ihm. Wird hier nur unterdrückt. Genau, sie unterdrückt ihn immer deswegen so. Deswegen sitze ich auch ganz außen an der Couch. Das war heute ja im Expert genauso. Er hat sich so drei Filme ausgesucht. Er hat sie so in seine Hand geguckt. Die nimmst du nicht, die mich. Ne? Und dann muss er mir den Scheiß kaufen. Ne? Sie hat dann die guten Filme gekauft. Und er nur die Kacke. Also ihr müsst euch das vorstellen. Sie hat so Billys hier, 15 Stück. Und er hat so einen halben. Und mehr darf er nicht. Und wenn sie dann sagt, aus dem halben darf er auch, möchte ich jetzt haben, nimmt sie einfach. Und wenn nicht, bricht sie dann vor seinen Augen kaputt und schmeißt aufs Fenster. Das ist einfach so. Wo ist die Überwachungskamera? Und er lacht jetzt auch nur, weil er eine Bombe am Bauch gebunden hat, wo sie den Ausdruck hat. Wenn er heulen würde, dann würde es so hochgehen. Genau. Oh, oh Gott. Ja. Oh mein Lass Gott. Lass es ruhig raus. Ja, du Lass kannst es ruhig weinen. Lass es raus. Ja, sonst muss es sein. Ich will die Finger weg, ey. Ach, das ist okay. Also wenn ihr ihm helfen wollt, schickt ihm einfach eure doppelten Blu-rays und DVDs, damit er auch mal was hat. Oh ja, bitte. Aber ihr müsst... Ich nehm's. Die müsst schreiben, dass Hermine das nicht liest. Also bitte nur Mickey zeigen. Zu Händen. Ja, genau. Mickeys Film. Ja, die Person. Genau. Die haben auch zwei verschiedene Briefkasten. Oh Gott, jetzt hab ich dir erzählt, dass er sie Briefkasten gebaut hat. Na gut.
Gehen wir mal wieder zum Tagesgeschäft. Genau, hier der nächste Film habe ich auch von irgendeinem unbekannten YouTuber, der einen ganz schlechten Kanal hat, bekommen. Der hat am Morgen Nein, von hier, den hier, neben mir. Also. Der hat morgen keine Abonnenten mehr. Der hat keine Abonnenten mehr. Da haben wir uns weil unsere 200 Kanäle löschen wir einfach morgen. Das dann hast du wieder null. Das war wieder, zeig nochmal bitte. Das ist wieder genau so ein Ding, weil ich wollte ihr auch mal zeigen, wie das geht. Ich habe mir das Demo gekauft, habe ihr dann den Chance gegeben. Ja, genau. So wie ich mit Big, ne? Wir haben uns jetzt revanchiert. Nein. Wir haben getauscht, aber ich genau. Bin mit ja, hier Dingen sind Zor ja. Dabei. Das war eins davon, was mit Zor getauscht wurde. Das haben wir gegen was anderes getauscht, was von, ja von dir noch kommt. Von Total Recall gibt es auch ein Steelbook, aber das ist immer... Nimmst du mal vielleicht das da unter? Das unter, also das Link, ne? Darüber, genau. Sie das. Redet mit Robert die kinetischen wir Fähigkeiten. Das kannst du gerne reinhalten, ist nämlich die zweite Sache, die ich auch für das Zor... Hey, wir waren doch noch gar nicht bei Total Recall fertig. Ja, machen wir gleich weiter, ne? So, also erstmal das da noch so, dass ihr wisst jetzt, ne? So, und jetzt Total Recall. Also Total Recall gibt es auch noch ein Steelbook von, das ab 18, aber dann bei Amazon gibt es auch ab 16 und die Version da ist ungeschnitten da. Diese Amory-Version. Und ja, Wind Takers ist auch wieder so ein Ding. Der stand jahrelang in meiner Regal, ich hab das nie geguckt. Ich habe den Wind Takers hab ich nur mitgenommen, weil ich ja auch schon ein paar Kriegsfilme habe, auch aus der Gold Edition. Moment. Keine Angst, ich sag dir jetzt nicht, wo der da steht und du sollst es rausholen. Bianca, hier, ich rede mit dir. ist der jetzt wieder mit Nicolas Cage? Hä? Robert mag Nicolas Cage. Ach, haben wir doch vorhin schon einmal erwähnt, ja. Nur weil Robert, ist nur sauer, weil Nicolas Cage mit ihm Schluss gemacht hat. Brauche ich ja gar nicht. Brauche ich jetzt auch gar nicht fragen, inwieweit du den Film schon mal gesehen hast. Wo sind wir denn eigentlich schon? Von der Zeit her. Oh, das möchte ich gar nicht wissen. 46. Ach ja. Was? Wie viel? 46. Oh, das ist ja so. Nur? Ah, wir haben noch Zeit. Oh, warte, Fußball geht in einer halben Stunde los, dann können wir noch. Oh Gott, Fußball? Ja, ich hab doch gesagt, heute ist Fußball. Ah, jetzt weiß ich auch warum. 22 hübsche Männer. Genau! Mit stramme Waden. Ey, das ist ein ganz anderes Video als sonst, ne? Oh Gott. Ja, haben wir also getauscht. Ganz brüderlich und freundschaftlich und so. Falls ihr Robert ist noch Single, egal wer jetzt zuguckt, schreibt ihr einfach auf meinen Kanal an und ich vermittle euch denn. Ist egal, ob ihr Mann oder Frau seid. Nein, ich will nur Frauen. Und Männer. Nein. Ich verlinke deinen Kanal auch unten in den Kommentaren. Ja, unten in der Videobeschreibung. Also hier so unten drin, so hier. Also die Box, wo ihr nie reinklickt, da ist dann der Kanal von Ralf drin. Genau. Also es ist übrigens auch noch ein paar Links von Facebook und Co. von uns. Also aber da sind 5 Links von mir, damit ihr auch nur darauf tut. Ja. Sie schreibt vorhin unsere Facebook-Seite und kommt trotzdem auf meinen Kanal. Vielleicht schreiben wir auch Reis-Kanal und das dann unsere Facebook-Seite. Oh, auch gut. Oder wir machen für Robert extra eine Single-Seite, wo ihr... Wo sich aber nur Frauen dann melden. Alle ich erwähne da nur, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Partnership. Ja. Farship, Entschuldigung. Nicht Partnership. Parship. Das ist die Werbung fürs... Ach, das ist die Seite für Singles. Gut, wo waren wir jetzt? Wir kommen total vom Thema heute. Ist ja egal, wir können auch gleich weitermachen. Du hast halt immer noch was vor Total Recall oder Winter. Nee, da waren wir schon längst fertig. Total Recall, 3 brüstige Frauen, ne? Frauen, interessiert dich nicht. Es sei denn, eine 3 brüstige Frau ist auch ganz schön unpraktisch. Weil man hat nur 2 Hände. Ja, aber dafür gibt es ja auch den 3-händigen Mann. Der hier unten nicht so ein... Der hat eine Hand denn. Ah, das ist ja auch viel. Die wächst so dann raus. Aber das ist ja dann auch scheiße. Der, du weißt ja nicht, wie lang die Hand brauchen muss. Ich dachte, ich bin Schrotzen bekommen. Der macht da eine Mitte, Mörd mal. Von 3 Brüsten habe ich nichts gewusst. Nein, der macht den Rest. Hier, man kann ja erwähnen, hier ist das Remake. Das ist nicht so schlecht, wie jetzt alle denken. Ich habe davon das Spielbuch. Er ist okay. Hab ich auch noch nicht gesehen. Geht jetzt nicht rein. Ich glaube, die Birne geht gleich kaputt. Ja, machen wir weiter. Hier noch ein Tauschfilm von dem lieben Ralf. Den habe ich allerdings noch nicht gesehen. Vielleicht gesehen. Vielleicht. Ich habe den auch Romans, ne? True Romans, ja. Ne? Genau, als Stil, also eigentlich, wir haben den noch nicht, ne? Also wir beide haben noch keinen Film dieser Richtung, nein, wie auch immer. Das ist ein Tarantino-Film. Genau, also der Film ist noch ein bisschen. Und da du ja die Komplettbox von Tarantino haben, wo wir übrigens Gastsprecher waren. Was aber noch nicht zu sehen ist in diesem Moment, das Video. Naja, da dieses Video wahrscheinlich nach deinem Video... Oder so? Ich weiß gar nicht. Ich guck mal kurz auf mein Smartphone. Ja, ich vielleicht, wenn.
Haben wir noch was auf unserer Festplatte, was wir veröffentlichen müssen? Ja. Ja. Steht, ne? Also kommt das auch erst ein bisschen später. Wo ist denn hier der Kalender? Aber vielleicht machen wir es auch vorher schon. Nein, wir machen erst das andere. Wir gehen hier chronologisch vor. Chronologisch. Also es wird jetzt gleich, falls ich jemand so Kalender... oder so gibt es demnächst auch bei Ralf ein Video und da sind wir mit bei und das ist eine Quintessenz. So in ein, zwei Jahren kommt das dann online. Wo ist denn hier der Kalender? Du weißt schon, dass ich ihr Smartphone vor der Kamera mal nicht geil. Nein, ich such doch bloß den Kalender. Sie haut dich auch. Du hast doch ein Smartphone. Ja, wo, ja, dann helf mir, wo der Kalender ist. Ja, hier, da. Wenn Männer nicht mit ihrem Handy umgehen können. Wo ist der Kalender? Also bei mir ist er aber stark. Ach, da war er doch. Hä? Jetzt ist er weg. Doch, hier ist er. So, wann ist, heute ist ja der... Also damit ihr genau wisst, heute ist der 30. Mai. Und das Video kommt am 3. Juni. Um 20 Uhr. So schnell sind wir, glaube ich, mit diesem Video noch nicht. Also wird mein Video wahrscheinlich früher sein. Also könnt ihr auf Ralfs Runboxing klicken und da sind wir dann auch zu Gast. Ralfs Runboxing? Oder um es in drei... um es in den Wörtern von den drei Herren vom Film zu sagen, Ralfs Unboxing. Unboxing. Ralfs Runboxing. Also wisst ihr Bescheid, wenn ihr den Vergangenheitsralf sehen wollt, dann schaltet am 3. Den Vergangenheitsralf. Ja. Ihr könnt ja, aber noch mehr Scheiße reden als haben wir aber noch nicht geguckt. Also du? Was? Habt ihr geguckt? Ja. Was? Du? Welchen jetzt? True Romance? Nee. Du? Ich glaube nicht. Also wir haben sie alle noch nicht geguckt. Obwohl ich es auf der Folie hatte. Habt ihr sowas, obwohl wir gerade Vergangenheitsreife, habt ihr sowas Krankheit auch schon mal gemacht? Was? Also ich habe in meinem Schlafzimmer, in meinem Nachtschrank, das muss ich jetzt erzählen. Ich habe in meinem Nachtschrank... Aber jetzt fang nicht mit deinen Pornos an. Nein, da hab, ich habe keine Pornos. Das hat nur Roberts Freund. Jeder Mann, der sagt, dass er keine Pornos hat, lügt. Zwei habe ich vielleicht. Und jetzt ja, nur vor. Nein, ich habe in meinem Ich hab mal mit am Schreibtisch gesetzt und hab mir einen Brief geschrieben. Da habe ich so reingeschrieben, hallo Ralf in der Zukunft. Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, in die Vergangenheit zu reisen, dann komm ich besuchen oder lass mir ein Zeichen da. Und dann hast du gedacht, wenn der Brief sich irgendwann mal ändert, dann war er da. Aber bis jetzt ist da noch nichts getan. Wahrscheinlich hat er den Brief. Und ich habe aber auch an alles gedacht. Ich habe aber auch geschrieben so, falls du die Adresse nicht mehr weißt und so, habe ich dann die Adresse hast aufgeschrieben. Aber weißt du, was du vergessen hast? Die Milch und die Kekse. Also ich habe mir so einen Brief an mich in der Zukunft geschrieben, falls die Zeitreisemöglichkeit hat. Aber du kennst es doch, ich weiß nicht, kennst du Big Bang Theory, wo sie ja sitzen und sie meinen, wenn Zeitreisen erfunden werden, dann reisen, vereinbaren wir, dass wir zu diesem Zeitpunkt reisen, genau, und uns hier selbst begegnen. Dann sitzen sie da und wissen, okay, Zeitreisen wird es nie geben, weil es kommt ja niemand. Das könnten wir ja jetzt auch machen. Nee, also wenn es wir haben hier keinen Platz mehr auf der Couch. Nein, ich meine, wenn es jetzt, also wir können ja jetzt, welche ist heute? Ich guck nochmal auf meinen Zeitpunkt. Also ich sag mal so, also noch einen Zukunftsreif kriegen wir hier nicht rein. Also wir haben jetzt den 30. Mai. Dankeschön. Wir haben jetzt den 30. Mai um 19:59 Uhr. Den vereinbaren wir jetzt und schreiben uns auf, dann am 30. Mai um 20 Uhr hier wir nochmal kommen, wenn Zeitreisen geht. Stellt euch mal vor, jetzt kommen die live im Video. Wirklich. Das wäre... Und wenn die jetzt nicht kommen, sind wir dann entweder tot, wenn Zeitreisen erfunden werden, das oder... Das kann sogar sein, ja. Oder es wird einfach nicht. Oder wir fallen die Treppe einfach jetzt schon runter, wenn das Video vorbei ist. Oder wir haben uns das genaue Datum vergessen. So, wir warten jetzt bitte bis 20 Uhr, ja? Haben uns das genaue Datum vergessen? Ach. Wir wollen die auch richtig begrüßen. Scheiße. Wie lange haben wir noch? Oh, ja, ich weiß nicht, eine Minute kann lange dauern. Wir haben ja auch gerade umgeschaltet auf 59. Eine Minute kann lange dauern. Ja, wollen wir die Minute noch verdrehen? Oh. Wir können eine Schweigeminute machen für Mr. Spock. Ey, du hast die Minute verkackt! Wie ist dieser eine Scheißfilm von Uwe Boll? Uwe Boll macht keine Scheißfilme. Nein, ich meine jetzt nicht den Scheißfilm, den du zu Hause hast. Ich meine den, wo auch ein Videospiel von gibt. Far Cry. Nein. Postel. Postel, genau. Habt ihr den schon gesehen? Nee. Oh, ey, es ist 20 Uhr! Guckt euch den kleinen Uwe Boll-Filme. Sehr gut. Wir müssen jetzt eigentlich auch noch eine ganze Minute machen. Wir könnten ja auch um 20 Uhr und 23 Sekunden kommen. Ich hab draus meinen Fehler gelernt. Das ist voll aus Big Bang geklaut, was wir jetzt hier gerade haben. Ja, aber ja, sowas von. Oh, hier, der nächste Film, der passt übrigens auch ganz gut. So ein ganz bisschen rein, Blood Rain, so immer. Zeitreisen und so. Das so ein bisschen. Kann man sich nicht anschauen. Naja, so weitestgehend. Also sie reisen, also sie... Nein, was? Nicht. Was ist denn? Mein, hast du den doch gekauft? Nein, er. Ich denke, den gibt's im Steelbook. Na und, aber... Nein, er hat sich dann den auszukaufen. Deswegen gibt's den jetzt. Minority Report ist nicht mit Zeitreisen, die... Es gibt also in der Zukunft, wo der Film spielt. Hallo, wenn sie sagt, das ist mit Zeitreisen, hast du zugehört. Das ist mit Zeitreisen. Ja, genau. So wie Matten Politriller als verdammte Scheiße. So. Ja, genau. Die Zeit ist abgelaufen. Sie können eine gewisse Zeit in die Zukunft gucken, aber sie reisen nicht in die Zukunft. Oh, ich habe gerade gespürt, dass ich ein anderer bin. Ich war für kurze Zeit Robert. Ach, so fühlt man sich, wenn man alles um ist. Oh, erschreck mich doch nicht.
auch nicht so einfach. Oh Gott, also ich möchte du hast auch den ganzen Vormittag gesoffen, oder? Ich möchte an dieser Stelle. So wie du heute auch Auto gefahren bist, also, das mache ich öfter mal. Nein, ich trinke keinen Alkohol. Nee, jetzt ohne Scheiß, ich bin Anti-Alkoholiker, seitdem ich geboren bin. Ich trinke keinen Alkohol. Aber um nochmal jetzt ganz aber davor, kurz. Dass es einen an, an alle, die jetzt dieses Video gucken, also ich und ich spreche auch wieder für die anderen, wir sind wirklich nicht gegen Homosexualität. Ja, und ich bin wirklich nicht schwul. Weil wir kennen, aber ich bin gegen Anti-Alkoholismus. Weil wir kennen auch Leute, also trinkst du Alkohol. Weil es gibt bei unserer Grill. Wir machen eine YouTuber-Grillparty. Ja. Vielleicht machen wir auch ein kleines Video von. Oh, lieber nicht. Es könnte schlimm enden. Aber ich meine, da kommt nämlich auch der Vorhies 82. Hallo, Vorhies! Hi! Katharina, Herr Stefan und die Kleine. Ich hab den Namen vergessen. Emma. Oh Gott! Emma! Emma! Hallo! Tut mir leid, Emma. Wir sehen uns bald. Wir sehen uns alle. Alle. Außer wir. Vielleicht sehen wir uns auch alle ähnlich. Weil die Zeitreise doch geklappt hat. Oh, dann war schon wieder. Weißt du, wir machen einfach so, wenn er das nächste Mal so macht, haust ihm einfach eine runter. Ich glaube, Bianca hat da nichts gegen. Nee, du haust ihn schon, bevor ich dabei eine runter mal wieder zurückreißen müssen, dann weißt du, ich was. Genau. Nee, aber wirklich, wir haben da nichts gegen, weil wir kennen ja auch viele Leute, die da sind und ich ja. Habe da echt nichts gegen. Ja. Moment, ich überlege gerade. Also ich kenne welche. Ich könnte euch ja nach dem Video jemanden nennen, wo ihr den hundertprozentig kennt, den ich jetzt im Video nicht nenne. Aber egal. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Machen wir weiter. Bei Homosexualität. Achso. Ja. Ich habe ein paar Arbeitskollegen, aber egal. Weitermachen. Ja. Vielleicht haben wir keine Filme mehr? Was denn? Wolltest du jetzt nur gerade über mein neues TV-Port sagen? Oder über Tom Cruise mit und dann ist ein Zeitreisenfilm und fertig. Du hast das da gar nichts anderes zu sagen. Zeitreisenfilm. Zeitreisenfilm. Punkt. Jetzt darfst du meine reinbauen. Das mache ich mir ja nicht damit reden. So, jetzt kommen wir zu einer Serie, die. Weiß ich nicht, ob die gut ist. Ist die gut? Ja. Was war denn das? Aber es ist eigentlich wieder so eine Serie. Es ist so eine Serie, die wurde wieder nach der ersten Staffel abgesetzt, weil sie ja für den Fernsehen anscheinend nicht gut genug war. Ja, also gut. Ich fand sie jetzt auch nicht so toll. War da denn, als die Serie gedreht wurde, ist Disney auch schon im Gefängnis? Ja. Wegen Steuerhinterziehung? Ich glaub schon, ne? Da wurde da auch von mal. Aber er ist. Du hörst! Wolltest du schon wieder sagen, er wurde im Gefängnis. Belästigt aber es irgendwie? Spielt ja auch jemand anderes. Du denkst auch nur an es so. Ist ja, es ist ja nicht Wesley Snipes, also jetzt rechne nicht damit, dass da Wesley Snipes die Hauptrolle spielt. Nee, nee, ich weiß nicht. Da noch ein anderer auch gespielt hat. Nee, ich hatte gerade gedacht, du bist was vom Gefängnis von seinem. Nein! Ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Schon vorher nie erwähnt. Wesley Snipes, sein Bruder ist das wahrscheinlich. Er ist schwarz. Und alle Schwarzen sind Brüder. Nee, das ist. Aber ich hab das schon ein, zwei Folgen. Aber ich hab sie jetzt. Ne? Warum willst du die denn nicht mehr haben? Bestimmt wegen dieser Staffel Absetzungsscheiße. Ja, weil Cliffhanger geht nicht weiter und dann. Ach, ist da auch ein richtiger Cliffhanger drin? Ja? Dann guck ich bloß bis zur 9. Folge. Oder wie viele Folgen hat das, Kameramädchen? Das ist eine echt gute Frage. Hinten. Schon ein paar mehr, glaube ich. 13. Ich guck bloß bis zur 12. Folge. Hast du das auch geguckt? Ja. Du kennst aber auch Blake nicht. Oh, wir haben nur noch zwei Filme. Das eine ist nicht mal ein richtiger Film. Welcher denn? Ja, dann mache ich den nicht richtigen Film. Ja. Ach Gott, ich sehe schon mal. Welcher ist er? Das ist 2015. Also man nennt das Wrestling. Achso, da war Seth Rollins, hat da doch richtig gut ausgesehen gegen. Ja, aber auch nur, weil er im Drehbuch stand wahrscheinlich. Es ist Wrestling, natürlich ist das ein Drehbuch. Aber das ist ja es ist trotzdem gute Unterhaltung. Es war. Das ist das beste Sportunterhaltung der Welt. Das beste Sport. Ich finde UFC auch noch ziemlich geil. Nein, ich muss dazu sagen, ich habe früher auch Wrestling geguckt. Ne? Die hauen sich da nicht auf die Fresse. Ich habe früher auch Wrestling geguckt, aber da war es auch noch nicht so schlimm. Aber ich fand, seit der Film so Wrestler kam, war das richtig thematisiert worden. Dass, ich sag mal, seitdem es Internet extrem gibt, ist die Magie, sag ich mal, raus. Und nun kommen wir jetzt wirklich zum letzten Titel und ist dann wieder so ein Short von Mickey. Nee, das ist ein Schrott von mir, auch Wrestling. Yeah! Nee, den hat er erst in der Hand gehabt, da hattest du ihn den ja weggenommen. Nein, den hat er nicht. Ich hätte mir den aber nicht gekauft, weil ich den Wrestler habe. The Marine 3. Wir haben auch den ersten hier schon, der zweite gibt es leider nicht auf Blu-ray. Also ist der scheiß Konvertierung, es war echt ein bisschen Arsch, ne? Das genauso wie bei Rush Hour. Den ersten gibt es auf Blu-ray. Nee, das war mit Ted DiBiase Junior. Oder wie ist das? Den ersten gibt es auf Blu-ray bei Rush Hour? Den dritten, aber den zweiten nicht. Das ist ja immer eklig, wenn es zumindest den ersten und den zweiten geben würde, den dritten, dann könnte man auch verkraften. Ja. Aber mittendrin ein, sind wir jetzt schon fertig? Der vierte stand auch schon rum.
Ja, der Film ist wahrscheinlich Schrott, aber ich würde halt, ich bin halt, ja. Also wenn diese berühmte Szene, wenn er immer beim Wrestling rauskommt, wo er dann so ganz cool durch das Einkaufszentrum latscht, wenn das aus dem Film ist, dann wird der Film Hammer, weil niemand kann so durch ein Bild laufen wie The Miz. So cool. Oh, das, und wollen wir dir noch ein paar Godzilla-Filme von dir vorstellen? Ja, haben. Kann ich die alle haben? Nee. Wisst ihr auch, warum Robert die haben will? Weil Godzilla einen großen Schwanz hat. Oh, Nummer 2. Jetzt hör mal auf hier. Nummer XY. Zeig mal. XYZ. Wie viel sind denn das? Kann ich mir die gleich mal angucken, alle? Nein, ich will auch. Wie viel gibt's davon? Danach. Das sind bis auf 2 alle, die es auf Blu-ray gibt. Und auf DVD gibt's aber auch ein paar? Naja, es gibt insgesamt. Ich hab's mal geguckt. Fast 20 Filme. Ich möchte mal übrigens erwähnen, er versteckt sich hinter einem Kissen. In welchen kämpft er gegen den Kissen? Schon die ganze Zeit, wenn er wundert wegen dem Kissen. Den gibt's glaube ich nicht auf Blu-ray. Gegen den Kissen oder Kissen? Da weiß noch eher nach einer Zeit zurückreißen, wo die diese ganzen Das ist aber, glaube ich, nur DVD bisher. Handball. Es sind ja nicht alle auf Blu-ray erschienen, sondern nur ein paar. Was machst du denn jetzt? Ich will die Filme. Aber man kann alles in Deutschland auf DVD gucken. Hier sind Platz frei. Hier. Du musst ja nichts sagen. Kennst du das auch zu verstecken? Hier, sag mal was dazu. Final Wars? Der letzte. Und jetzt nimmst du das Kissen. Da kommt noch ein neues Teil raus nächstes Jahr. Genau, sie drehen jetzt wieder neu. Final Wars hat bewiesen, dass Roland Emmerich Scheiße gebaut hat. Tokyo SOS? Millennium-Serie, ziemlich böser Godzilla, wenn ich mich richtig erinnere. Die Filme will ich nicht. Doch, der Emmerich-Godzilla voll fertig. Ich glaube, ja, Godzilla. Er hat einen Schwanz gepackt, in die Oper von Sydney geworfen und weg war. Mecha-Godzilla? Atom-Breath gemacht. Ich zeige einfach mal alle Leute. Jetzt in einem Sinne. Sehr schickes Cover. Als Kind habe ich die geliebt. Jeden Sonntag Nachmittag saß ich bei meiner Oma oben vorm Fernseher und diese Filme geguckt. Ist das der erste? Auch immer, ne? Wenn da das Original draufsteht. Ist der auch in Schwarz-Weiß, ne? Ja, der ist in Schwarz-Weiß, der ist von 53. Ich habe vorher nie geguckt, nur Wenn 54. Oma zu Hause war. Und das ist dann wahrscheinlich der zweite. Genau. Schauen Sie sich auf die. Egal. Wobei man sagen muss, also es ist jetzt ein kleiner Spoiler, der Film ist über 50 Jahre alt. Im ersten Godzilla stirbt Godzilla am Ende, wird getötet und im zweiten ist es ein anderer Godzilla. Der aber seitdem immer derselbe ist. Sind wir, ja, was wollen wir jetzt machen? Ich würde sagen, wir machen Schluss, kommen wir wieder auf die Couch. Ah, ich muss mir ja auch den die Stunde haben wir auch gar nicht erreicht. Ich guck mal. Da gibt es nämlich noch die amerikanische Fassung, wo extra ein Schauspieler reingeschnitten wurde, wo ein extra Szenen steht. Der Typ war nie in Japan, der hat nie an diesem Film mitgearbeitet. Die haben dann eine extra Szenen gedreht und reinschneiden lassen. Ich kniere mich nie. Das ist total geil. Wollen wir das hier zu Ende bringen, dann können wir uns auch weiter unterhalten. Ja. Also mal so ein anderes. Wollt ihr dann nicht wissen, was wir reden? Wie gesagt, wir machen ja extra mal ein Video dann irgendwann und dann labern wir einfach wie blöd. Über die Homosexualität von Roger Moore und George Clooney. HHF. Ich denke, dann hatten wir beendet dieses Thema. Nein, ich stehe auf Frauen und ich bin auch in einer Hallo, wir haben gerade von George Clooney und Robert, Roger Moore, hast du die gedacht? Also, wir machen jetzt mal einen Aufruf an alle hübschen Frauen da draußen, die uns zugucken. Hier so, wie hier Claudia Köln. Die ist ja vom Foto her ganz oder hoch. Die, wie hieß sie? Nee, Judith ist nicht hübsch. Ich fand die nicht hübsch auf ihren Bildern. Aber hier, Claudia Köln hat auch ein sehr sympathisches Leben. Wenn du diesen jungen Mann hier kennenlernen möchtest, dann schreib uns einfach mal bei Facebook an und wir leiten das dann weiter. Genau. Oder jede andere Frau, die ja gerade zukommt. Ja, mir fällt gerade mit Claudia Köln ein. Bei ihm sich meldet. Ich würde sagen, hier, das war jetzt genug. Oder meldet euch unter 0100. Das war ja noch bekloppter. Ist nicht mehr als 0100. War ja noch bekloppteres Video, als was wir sonst immer machen. Tut uns leid für die ganzen Schulen. Und allein dieses ganze, dieses 10 Minuten, dieses 10 Minuten Outtake. Das was wir davor gedreht hatten. Das stellen wir, glaube ich, noch davor oder danach. Also, es könnte sein, dass dieses Video wirklich mal geschnitten wird. Also, war drangehauen. Das hier wird nicht geschnitten. Aber drangehauen. Ne, das wird einfach extra. Aber danach, denke ich. Danach vielleicht, ja. Macht mehr Sinn. Also es gibt noch ein Outtake-Video, wie wir uns alle noch sehen können. Mit Sicherheit, genau. Und hier, Robert, wie gesagt, ne? 0900 und 6x6. Genau. Also, hier, soll es jetzt gewesen sein. Wir verabscheuen uns und bis zum nächsten Mal. Und schaut bei dir auch vorbei. Ralfs Unboxing, da kann man Robert auch genau, Ralfs Unboxing hier, auch mit Robert. Ja. Und uns, auch immer. Einfach auf Stopp. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.